Oh, ich habe das große Glück, dass ich dieses zauberhafte Pferdchen mir ausleihen darf von Lisa. Bin ich richtig dankbar und glücklich. Ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, ob das wirklich mein Bobby oder auch Weiße Düne, ob die mit der Atmosphäre klarkommen, weil so eine Show ist natürlich was völlig anderes als eine Vielseitigkeit draußen. Die kennen das ja überhaupt nicht in der Halle mit so viel Tamtam. Und ich hatte Lisa auf der Equitana gesehen und war, glaube ich, der größte Fan von den beiden. Dann habe ich Lisa einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, das zu machen, weil Valu doch das ideale Showpferd ist und dann auch noch Vielseitigkeit gegangen ist und ja auch super springt. Und Lisa hat gleich zugesagt und deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt dank Lisa hier sein kann. Also ehrlich gesagt haben wir einmal zu Hause bei uns geprobt und auf Anhieb sprang wirklich so der Funke über. Wir haben dann auch getauscht. Lisa hat einmal Weiße Düne geritten, weil mir macht es auch unheimlich Spaß, was darüber zu lernen, so ein bisschen auch mit Freireiten und auch überhaupt mit dem Horsemanship und mit der Freiheitsdressur. Ich sag mal, wenn ich nicht so viel Sport reiten würde, wäre das wirklich so meine zweite Begeisterung und Leidenschaft. Von daher war ich dann auch ganz froh, von Lisa was lernen zu dürfen. Wir dürfen erwarten, dass der Valu mit mir über ein Geländerhindernis springt von beiden Seiten und dass wir hier versuchen, ja, so rasant, wie es gerade möglich ist, hier zu galoppieren. Und ich natürlich auch noch ein bisschen was erzähle über die Vielseitigkeit. Und der Valu hat noch eine kleine Überraschung verraten.